Heute Griechenland, Zypern, Portugal und Spanien. Morgen Italien und Belgien und Frankreich. Und übermorgen Deutschland, wir. Zwei Worte fallen in diesem Zusammenhang immer wieder. Spardiktat. Welch ein gewalthaltiges Wort. Diktat. Und das andere, Troika. Welch ein anmaßendes Herrschaftswort. Das Spardiktat der Troika entmündigt, demütigt und entmächtigt Regierungen und Bürgerinnen in diesen südlichen Ländern Europas und beraubt sie ihrer Souveränität und bringt ihnen Leid und Elend. Das wiederum ist letztlich nichts anderes als fiskale Kriegsführung. Das ist auch innereuropäischer Imperialismus. Das ist Sozialkrieg. Das ist Unrecht und es ist ein Skandal. Der Internationale Versöhnungsbund setzt sich in seinen verschiedenen nationalen Zweigen seit den Tagen vor dem Ersten Weltkrieg, also seit knapp 100 Jahren, aktiv und gewaltfrei gegen Unrecht und Krieg ein. Das heißt, wir setzen uns entschieden ein für Frieden und für Gerechtigkeit. Von unserem Ursprung her kommen wir natürlich aus dem Antimilitarismus. Jedoch sehen wir heute sehr deutlich die Formen des sozialen Unfriedens, der herrscht und gesät wird oder vielleicht gar gewollt wird. Und das Ganze nicht nur, aber eben auch in Europa. Aus diesem Grund ist das Thema des Sozialprotests in Europa selbstverständlich auch ein Thema für den Internationalen Versöhnungsbund als Friedensorganisation. Das betrifft die Solidarität hier und heute mit den Generalstreiks ebenso wie zum Beispiel auch das Bündnis Umverteilen. Aus diesem Grund ist es für uns selbstverständlich, dass wir, die aktiven Gruppe München im Internationalen Versöhnungsbund, als Teil der Friedensbewegung die heutige Solidaritätskundgebung hier in München dezidiert unterstützen und an ihr teilnehmen. Frieden ist weit mehr als nur die Abwesenheit von militärisch geführtem Krieg. Frieden geht nicht ohne Gerechtigkeit. Und das schließt die soziale Gerechtigkeit ein. Lasst uns darum heute gemeinsam einstehen für den Frieden, den sozialen Frieden. Ich danke euch.